herzukommen sagt mir nichts Gutes. Dieser Ort ist düster wie der Scheol. Rabbi Kalonimus hat recht. Diese Gewölbe sind ein wahres Labyrinth. Wir können hier wochenlang herumirren, wenn wir von unserem Weg abkommen. Das will Hayat vielleicht, uns zwingen, lange Zeit zusammen zu sein. Er will wohl wissen, wer unter uns es schafft, die anderen zu bekehren. Oh, das wäre einfach. Ich kann euch in weniger als 3 Tagen zum wahren Glauben Abrahams bekehren. Und ich bringe euch in weniger als 2 Tagen so weit, dass ihr Mohammed als Siegel der Propheten anerkennt. In weniger als 1 Tag werde ich euch von der Wahrheit des Wortes Christi überzeugen. Wir sind hier, um ein junges Mädchen in den Schoß ihres Vaters zurückzubringen und nicht um uns zu streiten. Los, es ist Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Nachdem sie das Land Ramses verlassen hatten, lagerten die Söhne Israels in Sukkot. Seht ihr in diesem Satz eine besondere Bedeutung, Abdelwahid? Ich bin kein Sohn Israels. Wisst ihr, woher dieser Satz stammt? Er ist nicht aus dem Koran, auch nicht von einem Hadith, einem Spruch des Propheten. Ist dieser Satz aus dem Koran, Abdelwahid? Ja, zweifelsohne ist es ein Satz, der zu unserem heiligen Buch gehört. Ein Satz, der uns vor dem Feuer warnen könnte. Ich glaube, dass dieser Satz speziell an euch gerichtet ist, Kalonimus. Mir scheint er einfach zu verstehen zu sein. Wir sind an einer Wegkreuzung. Hayat will, dass wir den rechten Weg einschlagen. Wie meine Urahnen einst nach Osten gingen, als sie aus Ägypten zogen. Nachdem sie das Land Ramses verlassen hatten, lagerten die Söhne Israels in Sukkot. Hat der Satz für euch eine Bedeutung, Palamedes? Das ist ein Satz des Alten Testaments, glaube ich. Doch ich kenne die Evangelien besser. Vor diesem Satz sind Fische gezeichnet. Oh, das Zitat kenne ich. Es ist vom heiligen Paulus, der in seinem Brief an die Epheser die geistige Verbitterung des Gläubigen beschreibt. Hayat scheint besonders den Schutz des Glaubens zu betonen. Nämliche Nacht, Adrian. Vergiss nicht, dass man von einem Mann, der nicht einmal vor einer Entführung zurückschreckt, alles erwarten kann. Ist es denn vernünftig, weiterzumachen, Adrian? Ja, vielleicht sollten wir umdrehen und die Janitscharen kommen lassen. Das ist zu viel für uns. Wir sind Gottesmänner und keine Abenteurer. Nur Mut. Hikma ist ganz in der Nähe. An sie müsst ihr denken. Und wir haben übrigens alles, um dieses Hindernis hinter uns zu bringen.
Aber wer kommt denn da auf mich zu? Der Jude, der Christ und der Moslem gehen gemeinsam Weges und helfen einander trotz Prüfung und Gefahr? Und warum dieser Bund, den alle für so unmöglich hielten? Um das kostbarste Gut zu retten, das höchste Ding, den obersten Wert, ein menschliches Leben. Vielleicht ein einfaches Mädchenleben, aber trotzdem ein einzigartiges Leben. Ein Atem, den nichts nie und nimmer ersetzen kann. O ewiger Gott Abrahams, Jesu und Mohammeds, schau dir das Werk deines Dieners Hayat, dem Irrsinnigen, an. Er allein hat es geschafft, deine verstreuten Söhne zusammenzuführen. Wo ist sie? Wo ist Hikma? Sie ist hier im Halbdunkel und sie wartet auf mein Zeichen. Sie ist heil und gesund und sie trägt den Dolch Abrahams bei sich. Doch wird sie erst hervortreten, wenn jene, die du geführt hast, endgültig dem neuen Glauben, dessen Zeugen und Boten sie nun sind, den Treueeid schwören. Dem Glauben an die Vereinigung aller Söhne Gottes unter dem Banner der Menschenliebe. Du predigst etwas, was du selbst nicht anwendest, Hayat. Du hast ein Menschenkind entführt und du richtest Hürden vor jenen auf, die es der Liebe seines Vaters zurückbringen wollen. Aber all das war nutzvoll. Ohne Gefahr. Wie kann man da seinen Glauben erproben? Wie könnte man euch ohne drohende Gefahr vereinen? Das ist ebenfalls der Weg der Liebe, Rumi. In der Not den anderen entdecken, den Fremden, mit dem man nicht sprach. Derjenige, den man für einen Feind hielt, ist in erster Linie ein menschlicher Bruder, mit dessen Hilfe alle Hindernisse überwunden werden können. Der Weg der Liebe, sagst du, Hayat? Solltest du nicht wissen, dass der einzige Lohn, den die Liebe erhält, Undank und Spott sind? Bist du wirklich senil, alter Mann? Ibrahim, mein Jünger, was machst du da? Ich versehe dein Werk mit dem krönenden Abschluss, Hayat. Doch er wird nicht der sein, den wir geplant haben, als ich zu dir ins Gefängnis kam. Eure Leichen sind es, die man in diesen Grotten finden wird. Und Soliman wird dies dem Statthalter nie verzeihen. Selbst wenn du mich gefunden hast, Fremder, kannst du nichts mehr tun, um Hikma zu retten. Wir sind gekommen, um ein Leben zu retten, Hayat. Jetzt musst du uns helfen. Ah.